Hallo und herzlich willkommen bei der Herzensfamilie. Gestern habt ihr diese Box bereits in unserem Video zur Toni-Tribüne gesehen, da diese Kiste aktuell noch zur Aufbewahrung unserer Toni-Figuren dient. Heute möchten wir euch aber mal den eigentlichen Inhalt dieser Box etwas genauer zeigen. Eine Schneekugel mit automatischer Nachtlichtfunktion von der Firma Jeco. Wie eigentlich alles von Jeco ist diese Schneekugel sehr hübsch und liebevoll designt. Wir haben uns für dieses Modell mit dem mintfarbenen Sockel und dem verträumten Märchenwald entschieden, aber es gibt einige verschiedene Designs, die alle sehr schön anzusehen sind. Aber es wird noch schöner, denn wie gesagt, die Schneekugel verfügt über ein Nachtlicht. Jetzt zeigen wir euch das Ganze mal und schalten die Kugel an. Ihr seht, die Beleuchtung ist relativ dezent und die Farben wirken sehr warm und sind richtig entspannend. Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, den Alltag loszulassen und können anfangen zu träumen. Ein Highlight dazu ist der Glitter, der immer wieder durch die Schneekugel gepustet wird und das Ganze noch etwas geheimnisvoller und verspielter wirken lässt. Sehr gut durchdacht ist, dass das Nachtlicht per Timer funktioniert und sich nach 2 Stunden automatisch abstellt. Im eingeschalteten Modus ist die Schneekugel auch kaum hörbar. Und die Kinder können somit gut einschlafen. Wir mussten unsere erste Schneekugel allerdings umtauschen, da sie schon recht laut surrte, wenn der Glitter durch die Kugel gepustet wurde. Wenn ihr vielleicht auch so ein Problem habt, wisst ihr, dass das Nachtlicht scheinbar einen Defekt hat, denn man hört eigentlich nichts. Wir sind froh, dass wir uns für dieses Nachtlicht entschieden haben, da das Farbspielen unsere Kinder wirklich gut entspannt und die Schneekugel insgesamt richtig schön anzusehen ist. Aber insgesamt haben wir schon etwas länger überlegt, ob wir die Schneekugel kaufen, da sie doch mit 50 Euro ziemlich hochpreisig ist. Aber etwas siegte da auch unsere Vorliebe für Jeco. Wir mögen die Spiele, Bastelbögen, Stifte und was noch alles dazugehört richtig gerne, da alles immer sehr liebevoll und kindgerecht gestaltet ist. Wie geht es euch? Kennt ihr Jeco und habt ihr vielleicht auch schon einiges von der Firma? Wenn ja, schreibt uns doch mal, was ihr habt und was ihr empfehlen würdet. Das interessiert uns sehr und vielleicht finden wir so auch noch etwas Schönes für unsere Jungs. Wenn ihr Interesse an Videos zu weiteren Sachen von Jeco habt, Spiele, Bastelbögen, dann schreibt uns das in die Kommentare. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von der Herzensfamilie hören wollt, vergesst euer Abo nicht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen bis bald, eure Herzensfamilie.